Und am Programm sind wir auch wieder zurück. Ja, wenn man das auch nicht sagt, dass er das den Text in der bestimmten Farbe angeben soll, kommt das Blut denn nämlich Term Set Color macht den Hintergrund. Term Set Text Color macht da halt die Schrift. Habe ich nicht drauf aufgepasst, ist mir dann irgendwann eingefallen. Hier soll auch Text stehen und nicht so ein komischer Haken da nach oben hin, so ein Pfeil nach oben. Und ich brauche nur zwei Ends, denn die Schleife wird dadurch beendet durch ein End und die anderen beiden durch das andere End. Man muss ja halt merken, wenn man eine Schleife anfängt und alles mit if und dann else if, dann muss man dafür jedermals ein End zwischenhängen. Des Weiteren habe ich mir dann überlegt, wenn ich halt ein Output brauche, dann sage ich Whetstone set Output. Ja, sagen wir left. Left to. To. Falsch. So ist richtiger. Dann soll er mir halt auf der linken Seite ein Wetzensignal ausgeben. Das gleiche machen wir hier. Da sagen wir dem guten Herrn, mach doch mir, wenn halt Nachtspeicher aus ist, ein Wetzensignal. Und zwar wieder ein Ausgang. Dasselbe auf der linken Seite, aber false. Ich könnte das auch umdrehen, das heißt, ich hätte ja dann umgekehrtes Signal. Muss ich je nachdem gucken, wie halt meine Schaltung dann aufgebaut wird. Nachts ist. Nachtspeicher ist an. Kann mir auch sozusagen. Ah, jetzt kannst du noch nicht schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Ich könnte auch den da oben erhöhen mal. Er ist ja bestimmt noch, wenn ich den jetzt noch auf 3 setze. Ist der noch nicht böse, obwohl dann die, ja, die Solarpanels gehen dann langsam dann noch aus. Zumindest weiß ich, dass ich dann ungefähr dann irgendwann schlafen gehen muss. So, wir waren hier abgestorben. Lassen wir jetzt mal eben vorbeisitzen. So, jetzt haben wir das so gesagt. Wenn du halt von links bzw. von rechts ein Signal bekommst, dann mach mir halt eine bestimmte Farbe. Einen bestimmten Text und zwar den Text Nachtspeicher an. Schlafe dann, clear den Bildschirm und setze dann auf der linken Seite ein Whetstone-Signal an. Das machen wir auch hier, dann nehmen wir den hier und sagen mal hier eben so. Und jetzt, da das ja klappt, will ich hoffen, ohne Fehler, Monitor Front Startup. Er läuft, wird auf jeden Fall. Da ist auch aus, kein Signal. Und Signal an. Signal aus. Signal kommt rein. Er schaltet um auf Nachtspeicher an. Wir nehmen das Signal weg, schaltet er auch links ab und er sagt Nachtspeicher aus. Und das werden wir dafür verwenden, wenn wir halt jetzt in diesem Fall hier, wie jetzt, der Speicher ausfällt, beziehungsweise der Nachtspeicher angeht. Und wir dann halt das Signal bekommen, oh, Nachtspeicher ist an. Wir sollten halt aufpassen, dass wir keine IC2 Items mit zuerst vorerst nehmen, weil ich werde dann halt diese Maschinen hier wie Massuator, Kompressor erst vorerst nachts abschalten, damit ich halt keine Energie verbrauche, weil ich irgendwann diese Lavatanks wegmache und nur noch unten die Engines damit betreiben werde. Aber wir denken auch dran, die Sonne geht irgendwann weg, ist auch irgendwann dunkel. Gehen wir schlafen. Machen wir das jetzt auch. Dann haben wir nämlich unsere Ruhe. Dann kann da hinten auch der Atomkraftwerk weiterarbeiten. Ah, hier ist auch noch Essen drin. Eieiei. Gut. Hätten wir das. Wo tun wir das denn hin? Tun wir das hier hin? Tun wir das irgendwo anders hin? Ich glaube, das tun wir später da hinten hin. Oder hier irgendwo hin? Bin ich am Grübeln. Nachtspeicher an, da können wir auch irgendwo eine Lampe hinsetzen. Hier setzen wir irgendwo eine Lampe hin und das andere Ding, ja, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, das Programm ist hier drauf geschrieben. Können wir hier reintun mit den Bildschirmen zusammen rein. Nun, das haben wir, das haben wir und das haben wir. Ah, hier ist noch so viel Gerümpel drin, ne? Hier so ein bisschen das. Oh, Glas, das kann gleich auch weg. Die Covers, Kabels. Also die Covers können weg. Die Drawblade kann mit. Ja. Das schmeißen wir jetzt erstmal da hinten rein. Hier so ein Screwdriver, so ein Schraubenschlüssel. Die Blade, die tun wir hier rein.
Jetzt haben wir noch einen Repeater übrig. Jetzt haben wir noch einen Alarm und Endgate da. Den Repeater werden wir verbrauchen noch und den Alarm weiß ich noch nicht. Vielleicht erhöhe ich den Radius, dass ich das halt auch noch weiter weg höre. Weil der wird dann nicht auch lauter, sondern er bleibt halt im gleichen konstanten Ton. Oder ich mache das halt einen bestimmten Radius und dann ist Ebbe. Dann soll ich halt mit klarkommen, wenn ich es nicht höre, höre ich es halt nicht. So, im Überlegen, ich brauche noch ein bisschen Gold. Mach mal hier. Mach mal. Wie viel hast du denn noch? Oh, wir haben noch 3000, reicht. Mach du das, Mann, und ich kann hier ein bisschen abgreifen davon, ein bisschen noch abgreifen davon. Ich brauche unbedingt ganz viel Zeug. Zack, zack. Ist er da noch am Eisen machen? Ja, der ist noch kräftig am Eisen machen. Das läuft. Hier werden wir auch noch weiter spielen. Sind hier immer weniger Kühe oder so? Ah, hier stehen noch ein paar Kühe drumherum. Ja, okay. Ist ja alles gut. Sage ich nichts gegen. Können sie ruhig auch bleiben. Ein paar Kühe so ein bisschen für zwischendurch, irgendwo die rumlaufen, macht mir nichts aus. Beziehungsweise macht mir ja weniger aus. Hier müssen wir gleich noch gucken, ob wir noch die restlichen Bäume wieder bekommen. Sprich Teak, ach Teak sag ich, Kapok und Balsam müssen wir uns wieder erhaschen. Ah, hier war ich stehen geblieben. Hier kommt ja auch noch was hin. Jetzt habe ich die Kabel natürlich nicht mit. Weil das hatte ich nämlich nicht letztes Mal nicht wieder richtig gemacht. Dass das hier läuft. Das soll ja wieder laufen. Dann würde ich sagen so. Und an dieser Stelle erhöhen wir hier auch. Und dann können wir hier auch die Stromkabel reinziehen. Ja, weil das soll ja auch alles fertig werden. Dann brauchen wir ein paar Solarpanels. Weiß ich nicht, ob ein, zwei von den Recyclern. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall lassen wir das erstmal hier gleich laufen. Zack, zack, zack. Brauchen wir Kohlestaub. Der läuft bestimmt noch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück ist eigentlich eine gute Zahl. Hast du denn noch genug? Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Hier hast du keine mehr drin. Da hast du noch ein bisschen drin. Weil ich bräuchte natürlich ganz viel mehr. Der Grund ist halt für Compressed Balls. Dann nimm mir doch mal noch ein paar Stacks hier raus. Ich kann ja immer wieder neue craften hier. Habe ich ja noch genug. Mach mal 1800. 1088. Rein mit dir und dann soll er mal laufen. Dann können wir nämlich jetzt ein paar Solarpanels erstellen. Stopp. Oh, hier fehlen Chests. Die habe ich auch nicht gemacht. Machen wir mal zwei Stück. Diamond Chest da. Da können wir zum Beispiel sowas hier wie Zitrusholz und sowas, was halt andere Holzsorten sind, aber so Slabs oder Treppen sind, die da hinschmeißen. Gut. Nun, Circuits. Brauchen wir ja gleich auch. Zumindest Solarpanels könnte ich automatisch craften lassen, richtig? Wir brauchen dafür. Das weiß ich, dass wir das brauchen. Wir gehen mal von oben durch. Ich glaube auch Eisen, beziehungsweise Refined Eisen. Wie viel haben wir denn da noch von? Auch noch 200. Na gut. Vielleicht, um das jetzt ein bisschen mal eben auszugrenzen, Eisen. Mache ich mal wieder hier mit Millennium Stone etwas. Oh, jetzt muss ich aufpassen, wie viel Eisen hast du noch? Das könnte jetzt natürlich auch mächtig, ja, mächtig in die Hose gehen. Ne, macht ja noch da hinten was. Dann brauchen wir dieses hier. Wir brauchen Zinn. Redstone. Brauchen. Was brauchen wir denn noch? Genau, Pflastersteine. Circuits haben wir. Kupferkabel. Da kann auch, glaube ich, craften. Da muss ich nämlich auch nachgucken. Denn, wenn er das nicht craften kann, beziehungsweise mit einem falschen Ding, ist das natürlich blöd. Der nimmt Kupferbarren. Habe ich das denn hier auch wieder umgerichtet? Hier sind Kupferbarren. Und hier ist das Tin. Heißt das hier Tin? Nee, das muss ich noch umändern. Da war ja was.
Guck, wenn man das nämlich nicht kontrolliert, kommt nachher solch Mist raus. So, jetzt hat er nämlich Zinnbarren und das Kodieren. Das ist nämlich auf Deutsch gesagt richtiger. Obwohl es richtiger eigentlich nicht gibt, ne? Es gibt ja nur richtig. Es kann ja nicht noch richtiger als richtig sein. Ist auch mal blöd. Gut, Glas kann er machen. Das ist genau, das Kupfer brauchen wir. Als, dann brauchen wir das. Das, das, das. Haben wir. Leeren. Machen wir als erstmal einen Ofen. Den leeren wir. Dann kann er mir Batterien herstellen. Kodieren. Nun. Da ich eine Batterie habe. Whetstone. So wie